Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 21 Spielerkarriere als Mittelfeldspieler bei Greuther Fürth. Die letzte Folge rechts oben beim i verlinkt, kam ja richtig gut bei euch an. Also ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Ich habe ja gesagt, entweder Trainerkarriere oder Spielerkarriere. Bisher kommt beides recht gut an. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also gerne abonnieren und beides weiterhin verfolgen und auch ein Like da lassen. Ganz, ganz wichtig. Was machen wir denn? Letztes Mal habt ihr, glaube ich, 80 Likes gepackt. Machen wir mal... Ach komm, meine Lieblingszahl, 77. 77 Likes, wenn ihr das packt, dann bin ich richtig glücklich. Also alles rausballern, was geht, denn wir haben wieder eine coole Folge hier hoffentlich am Start. Ich bin mal gespannt, ob ich die Spiele alle spielen darf, aber wir sind ja echt sehr gut in die Saison gestartet und dementsprechend wird uns der Trainer wahrscheinlich einsetzen. Ich habe nur so ein bisschen das Problem damit, dass ich bei Fürth einfach fast immer ZDM spiele und nicht ZOM, was eigentlich meine Position ist, und das nervt mich schon ein bisschen. Also ich würde schon gerne auch ZOM spielen, ja. So, das sind vielleicht die heutigen drei Spiele, wenn nicht noch eins dazu kommt. Und ich will aber eigentlich mal weiter gucken, denn ich will sehen, wo wir im Pokal spielen, und das machen wir bei Sandhausen. Die haben wir ja 4:0 letzte Folge abgeschlachtet, dementsprechend bin ich heiß auf das Pokalspiel. Jetzt spielen wir erstmal gegen Darmstadt und die sind ähnlich gut in die Saison gestartet. Wir haben 2 Spiele, 2 Siege, 6 Punkte auf Platz 1. Das ist ja fast schon unrealistisch für Fürth, ja. Grüße gehen übrigens nochmal raus an alle Fürth-Fans. Ich bin auch einer, also bitte nicht, ne? Aber es ist so, also 2 Siege aus 2 Spielen, 6 Tore, 1 Gegentor. Das ist schon relativ unrealistisch für Fürth, also da sind wir schon extrem gut reingestartet. Und direkt hinter uns ist Darmstadt, ja, und da müssen wir jetzt aufpassen, weil ich würde natürlich gerne so extrem gut weitermachen und dementsprechend auch die besiegen. Ja, wieder als ZDM. Das nervt so, ich weiß gar nicht, wie kann ich den Trainer davon überzeugen, dass ich nicht mehr ZDM spiele. Ich meine, ich habe minus 9. So, Abenddämmerung, wir spielen zu Hause. Das ist richtig, richtig geil. Sieht richtig, richtig schön aus. Ich freue mich aufs Spiel. Ich hoffe, ihr euch auch. Let's go. Also, was ist denn bitte hier los? Die ersten 18 Minuten laufen exakt so ab, dass wir nicht an den Ball kommen. Und Darmstadt uns die ganze Zeit hier reindrückt und ausspielt. Aber die machen auch nichts. Keine echte Torchance. Jetzt habe ich mal den Ball erobert. Sehr schön. Handspiel ist übrigens auf euer Empfehlen hin immer noch angestellt. So, und jetzt sind wir da. Guter Versuch. Wir bekommen sogar mal Pluspunkte für einen Schuss. Sonst ja immer nicht. Aus der zweiten Reihe nicht schlecht. Halbzeit 0:0. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Aber bisher ging für uns nicht viel. Außer mein einer Schuss. Ich meine, 66% Ballbesitz sagt schon alles aus. Julian Green, und da ist wieder unser Top-Torjäger in der 59. Spielminute. Harvard Nielsen. Bester Mann einfach. 5 Tore, 6 Tore schon, ich weiß es nicht. Torwart anstatt mit einer Fußabwehr sieht er da ganz, ganz schlecht aus. Ja, sein 5. Tor in der Bundesliga. Ganz, ganz stark. So, 10 Minuten sind noch zu gehen. Es gibt die ersten Wechsel. Ja, relativ spät. Aber egal. 1:0 sind wir noch in Führung. Da komme ich nicht richtig an den Ball. Jetzt ist es Dursun. Der Ex-Ex-Ex-Fürther. Alter, warum geht da keiner drauf? Du kannst ihn doch nicht da so rennen lassen. Guck mal, wie schlecht meine Fitness ist. Ich muss da hinterher krexeln. Gibt's doch nicht. Boah. Schieß mir den Ball weg, komm schon. Das gibt's nicht. Er pfeift immer noch nicht ab. Es gibt noch eine letzte Ecke. Und sogar noch ein Wechsel bei Greuther Fürth. Ecke ist sehr weit draußen. Jetzt muss er doch abpfeifen. Jawohl. 1:0. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wieder zu gewinnen, wieder 3 Punkte. Den perfekten Start erwischt. Auch wenn es hier nur ein 1:0 ist. Sehr, sehr gut und wichtig. So, ich habe mir 5 Trainingseinheiten rausgesucht.
Direkter Freistoß, das wird schwer, aber ich hoffe ja, dass ich vielleicht da besser werde und dann auch mal im Spiel einen Freistoß machen darf. Ja, Radrunde, Abwehrszenario, Weitschüsse und getimte hohe Steilpässe. Ich bin mal sehr gespannt. Wir werden das jetzt mal ein bisschen durchgehen und einfach mal probieren. Ich meine, wir haben ja noch relativ schlechte Werte. Vielleicht können wir uns da gut weiterentwickeln. Da steht sogar ein Torwart im Tor. Oh, der sieht ja nicht schlecht aus. Oh, wie knapp. Ich mache das meistens so, dass ich den so ein bisschen curved nehme. Oh, der geht diesmal sogar rein. Sehr schön. Oh Gott. Okay, den muss ich jetzt so ein bisschen nach unten kicken. Ich bin nicht so der Profi, was das angeht. Aber I try my best. Boah, schade. Ich glaube, es ist besser, wenn ich nicht grün treffe oder gelb. Ich probiere es zwar immer, aber desto besser ich treffe, also wenn ich irgendwie grün oder so treffe, desto schlechter kommt der Freistoß, weil ich das hier nicht gut kann mit dem... Ja, okay, er kommt. Also wenn ich gar nichts drücke, dann kommt er noch schlechter. Mein Fehler. Ich probiere den wieder so... Oh, das könnte sogar... Das könnte gut sein. Das ist richtig gut. Überragend steht da. Wow. So, der kommt jetzt perfekt, sage ich euch. Grünes Timefinish? Ne, schon mal nicht. Ah, der war überhaupt nicht. War überhaupt nicht gut. Ah, jetzt müssen wir mal gucken. Leute, wenn wir übrigens öfter mal so ein Training machen sollen, dann schreibt mir das in die Kommentare. Und wenn nicht, dann schreibt mir das auch in die Kommentare, wenn wir es lieber nicht machen sollen. Aber ich dachte jetzt für heute, probieren wir das mal aus. Ah, Mann. Was ist, wenn ich einfach gerade schieße? Passiert dann irgendwas? Wenn ich gerade schieße, geht er sogar besser rein. Lol. Bringt das eigentlich was, wenn ich mehr Punkte sammle? Ich habe jetzt eh schon ein A. Also eine Bewertung von A. Ach, Mann. Okay, jetzt der letzte. Ja, der letzte war der schlechteste, aber egal. Nächste Übung spielen. Wir haben ja noch einige Übungen vor uns. Das wird jetzt uns ziemlich aufhalten wahrscheinlich. Was muss ich denn machen? Ich muss um die Spieler drumherum. Bewegen sich die? Nee, ne? Jetzt muss ich in die Mitte. Okay, lol. Ja, keine Ahnung. Also das überspringe ich jetzt mal. Das ist jetzt nicht so schwer, glaube ich. Oh Gott, jetzt bewegen sie sich ja tatsächlich. Hilfe. Scheiße, ich habe die Zone verlassen. Oh Gott, ich habe den Pfeil... falsch schon gesehen. Bin ein bisschen doof. Aber wir haben trotzdem ein A, ne? Ja, wir haben trotzdem ein A. Puh. Eieiei. Abwehrszenario. Das wird jetzt schwer, weil Abwehr... Also mein Spieler ist ja in Abwehr total in Niete. Ich verteidige einfach immer mit Mavrei jetzt. Aber mit dem kann ich es aber scheinbar auch nicht. Aber dafür, dass wir halt eigentlich ZOM sind, sind unsere Werte ja okay. Aber wir spielen halt immer ZDM. Das heißt, ich muss eigentlich schon besser werden in Verteidigen. Wenn ich bei dieser Übung, die übrigens als schwer eingestuft ist, ein A holen würde, oder ein B oder so. Ja, siehst du? Sogar mit meinem Spieler noch. Dann würde ich das echt gut trainieren können. Ha, perfekt, genauso wollte ich das. Jetzt nur kein Minus kassieren. Ah, perfekt. Weitschussübungen, das ist wichtig für mich, aber auch noch schwierig, weil ich ja wie gesagt ein echt junger Spieler bin. Was daran jetzt Weitschuss sein soll, verstehe ich nicht ganz, aber... So, wir haben nicht mehr viel Zeit und da muss auch deutlich mehr noch her. Das werden wir wahrscheinlich nochmal machen. Oh, wir haben sogar noch ein B geholt, aber wir werden es trotzdem nochmal probieren. Weil da muss mehr her. Jetzt habe ich nur ein C geschafft. Das ist eine Kacke. Jawoll, so will ich das sehen. Mit dem ersten den abräumen. Genau, mit dem zweiten, das war der dritte, mit dem dritten den nächsten, der geht auch rein, der geht wenigstens auch rein, das ist schon mal gut. Ja, jetzt haben wir schon ein B, das ist wichtig, aber hier ist noch was drin, dieses Mal habe ich ein A, yes. Dieses Mal habe ich ein A und ich kriege noch ein, zwei Versuche, ah, so muss das sein. Mann, wir sind ja ZOM hier, ja. Absolut guter Stürmer. So, dann sind wir bei der letzten Übung. Getimte hohe Pässe.
Okay, das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Ist wieder nur ein C. That was nice. Wow, das war auch richtig gut. Ja, da sehe ich mich bei den Kopfbällen. Und, dass es nur ein B gibt. Sollen wir es nochmal machen und dann verkacken oder lassen wir es so? Ich würde sagen, wir lassen es so, wir haben genug Training gespielt. A, B. Wenn wir das natürlich immer trainieren, schmeckt schon besser. So, und jetzt spielen wir gegen Braunschweig. Ja, gegen Jans Braunschweiger. Grüße gehen raus. Ich habe in den letzten Videos ganz oft gegrüßt. Aber, ja. So, dann auf geht's, würde ich sagen. In den Auswärtstrikots. Jetzt komm. Jawohl. Mein erstes Tor. Das ist gegen Braunschweig. Schön eingelaufen, schön eingenetzt. Also ich weiß nicht, warum es so gut läuft, ich kann es euch nicht sagen. Natürlich bin ich ZDM und dafür verhältnismäßig sehr weit vorgelaufen. Aber das liegt einfach daran, dass ich ja in mir drin das ZOM habe. Und dementsprechend will ich ja manchmal mit vor. Ja, in der 11. Minute mit der Nummer 11. Perfekt. Das ist super geil. Unser erstes Tor und das gegen die Löwen aus Braunschweig. Damit habe ich jetzt 2 Scorer-Punkte, Hilfe und ein Fehlpass auch. Eine Vorlage und ein Tor. Oh, jetzt kommt Braunschweig, Sascha Burchardt hält den Ball von Abdullahi. Halbzeit. 1:0 durch meinen Treffer, sehr, sehr cool. Aber, ja, ein 2:0 nachlegen wäre schon nicht schlecht. Zum Ende hin wurden die Braunschweiger halt ein bisschen besser. Bis dahin waren wir halt richtig gut, aber, naja, war schon. Alter! Was ein Gerät! Oh, schön gemacht und ein schöner Pass auf Gotha, eine schöne Chance. Aber was war das bitte schön für ein Schuss von mir? What the fuck? Das wäre auch eine gute Vorlage gewesen. Da muss Herr Gotha eigentlich mehr draus machen. Mann, da sieht man halt, dass ich ZOM bin. Das nervt mich so, dass ich ZDM spiele. Oh, das war so eine gute Chance. Mehr geben wir frei. Schade. Oh, Spieler im Fokus bin ich mal. Und sogar mit Bild. Lol, seit wann gibt's das denn? Ey, wow. Oh Gott, jetzt ist viel Platz da. Er hat sich aber falsch entschieden, hätte lieber links runterspielen müssen wahrscheinlich. Ja, sie lassen sich da zu viel Zeit. Das dauert alles ein bisschen zu lange bei Braunschweig. Wir haben nicht mehr so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, vorhin mein Lattenschuss war ziemlich krass. Das, was danach passiert ist, aber... Oh Gott. Das war keine schlechte Chance. 5 Minuten sind noch zu spielen. Wir führen halt immer noch nur mit 1:0. Das ist eigentlich recht unverdient. Oh. Aber auch ziemlich beschissen, weil die können halt gut und gerne mal ein Tor machen. Und sie machen es. 1:1. Durch den Eckball. Und ich verliere das Kopfballduell. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich meine, ich bin nicht der Einzige da gewesen, aber eigentlich hätte ich den Kopfball schon, naja, gewinnen sollen müssen. Jetzt bloß nicht noch eins kassieren. Immerhin ungeschlagen bleiben, wenn wir schon unsere Siegesserie nicht fortsetzen können. Ich gehe nochmal mit vor, vielleicht geht noch was. Über Raum. Flanke war unglaublich schlecht. Und damit war es das. 1:1. Siegesserie platzt damit. Man kann weiterhin von einer ungeschlagenen Serie sprechen. Dass es ausgerechnet gegen Braunschweig jetzt heute so enden muss, das ist ziemlich bitter. Ah, ja, Grüße gehen da an dieser Stelle nochmal raus an Jan.
Ja, ärgerlich hin oder her, ich bin auf jeden Fall treffsicher und das finde ich cool, dass ich jetzt auch mal ein Tor gemacht habe. Mike ist in den letzten Partien zur Höchstform aufgelaufen und ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt von seiner ganzen Einstellung und seiner absoluten Hingabe an unsere Sache. In den letzten Wochen hat er sich zum Schlüsselspieler bei God of War entwickelt und ich hoffe für uns alle, dass er auch weiterhin derart beeindruckend Fußball spielen wird. Und jetzt sind wir punktgleich mit Düsseldorf. Ja, und gegen Düsseldorf spielen wir jetzt. Das wird interessant. So, jetzt machen wir mal alles simulieren. Und jetzt simulieren wir ein A, A, A und ein B. Das finde ich sau krass nice. Ja, ich würde mal sagen, das hat alles sehr gut funktioniert bis jetzt. Und ich habe schon eine Gesamtstärke von 70, was? Lol. So, und ich stehe wieder in der Startformation und wahrscheinlich wieder als ZDM. Mann, ich glaube, die Fitness ist sogar relativ schlecht gerade. Ja, wobei es geht. Aber guckt euch das mal an, das ist doch so schade. Ich habe mich auf eine 70 hochgearbeitet. Und ich krieg minus 10. Und das liegt natürlich auch daran, dass ich auf dieser Position spiele. Wenigstens da, wo Green spielt oder Seguin oder so. Also eher da, wo Green spielt oder wo Ernst halt ist oder sowas. Das ist so nervig. So, ich bin sogar beim Aufwärmen dabei mal. Das haben wir auch noch nie gesehen. Dennis Şahin, ich wiederhole. Dennis Şahin, bitte mal an Eingang C4 melden. Vielen Dank. Alles klar, C4 kenne ich nicht. Ich bin immer im Block Q. ja, wir sind zu Hause, das ist sehr, sehr cool. Und ja, es ist das wichtigste Spiel der heutigen Folge und auch das letzte Spiel. Wir sind punktgleich. Bundesliga-Absteiger. Definitiv ein Kandidat, der wieder aufsteigen möchte. Ich würde auch gerne mal wieder aufsteigen mit Fürth. Aber das ist nicht ganz so easy. Und da kriegen wir direkt das 1-0. Scheiße. Das könnte unsere erste Niederlage werden, Leute. Lagen wir schon mal in Rückstand? Ich weiß es nicht. Jetzt tun wir es auf jeden Fall. Es ging verdammt schnell. Und Hartherz mit seinem ersten Tor sogar. Wir sind die beste Defensive. Hab gar nicht geguckt, auf welchem Platz Düsseldorf ist, aber wir haben nur 2 Tore kassiert. Düsseldorf hat bestimmt mehr. Aber jetzt haben wir schon das 3. Und Düsseldorf will weitermachen. So sieht es zumindest aus. Oh, es gibt Handelfmeter. Ah, Leute. Das ist doch echt kacke. Und jetzt dauert das wieder eine halbe Stunde, weil er durch die Gegend humpelt. Oh, ist das nervig. So, da können wir uns die Szene nochmal angucken. Nichts gesehen. Ist es überhaupt Handelfmeter gewesen? Oder weil er da reinhackt, glaube ich, ne? Oder war das doch Hand? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe nichts gesehen, ich habe keine Ahnung. Gott, Hilfe. Hennings, Ruven Hennings und Sascha Burchert hält. Das ist irgendwie overpowered. Ist mir aufgefallen. Also ich erzähle auch ein bisschen was vom Spiel immer. Ich finde es natürlich mega geil, dass er ihn gehalten hat und so. Weil mit 2-0, das hätte uns das Genick gebrochen. Aber ich möchte euch das trotzdem ein bisschen erzählen, weil viele das Spiel ja noch nicht haben. Das ist ein bisschen overpowered. Also ich habe selber schon 2 Elfmeter verschossen in meiner Trainerkarriere. Und habe auch schon erlebt, dass viel gehalten wurde. Ich glaube, wir haben schon 5 oder 6 Elfmeter gesehen. Und nur einer davon ist reingegangen. Die anderen wurden alle pariert, also ein bisschen overpowered. Ich weiß gar nicht, wo ich da hin soll. Es ist so schwierig. Die Zuordnung gerade. Die pressen uns so hinten rein, das ist echt krass. Verteidigen ist nicht leicht, das sieht man immer wieder an mir. Ich kann's nicht. Boah. Sascha Burchert, starke Parade. Und wieder eine Ecke, schon die 3. oder 4. oder so. Oh, komm. Ich komm nicht richtig hin, scheiße. Halbzeit. Wir liegen 1-0 zurück. Das gab's definitiv, glaube ich, noch nicht. Also das... Ja, ist halt ein hartes Spiel gegen Düsseldorf. Was willst du machen? Die drängen uns richtig krass rein. Ja, da können wir echt glücklich sein, dass es überhaupt nur 1-0 steht. Also 6 Schüsse, 5 aufs Tor zu 0.
75% Ballbesitz. Und dann haben sie noch einen Elfmeter verschossen. Auch meine Bewertung ist nicht schlecht. Also Zweikämpfe passen nicht. Stellungsspiel, habe ich schon angesprochen, ist schwer für mich. Also mal gucken, ob sich in der zweiten Halbzeit ein bisschen dreht. Aber es ist ein hartes Spiel. Boah, das ist ein guter Pass. Er kommt da noch dran. Und die Flanke kommt auch. Und Nielsen. Oh, das wäre kein Abseits gewesen. Das war so eine gute Chance. Boah, auch riskant da mit dem Kopf reingegangen. Aber so, jetzt mal ein bisschen mit raus. Und jetzt ist es Harvard Nielsen. Der spielt hoch. Jawohl. Der Ausgleich in der 61. Spielminute. Und ich habe den Angriff eingeleitet. Yes. Sehr wichtig, sehr schön. Unser Rechtsverteidiger. Unverdient as fuck. Also ein unverdientes Tor habe ich noch nie gesehen. Aber es war schön rausgespielt und ja. Das erste Tor. Schöner Pass da nach oben. Und das ist Helgota. Alter, neue Position, Stürmer. Das fühle ich. Und jetzt. Oh. Alter, wir haben eine neue Position als Stürmer. Da will ich immer sein. Bitte. Tatsächlich, ich darf jetzt aber Stürmer spielen. Oh. Schwacher Schuss, aber keine schlechte Chance. Also der Trainer stellt da volle Offensive, der will nochmal. Ich fühle mich hier vorne natürlich viel wohler. Zusammen mit meinem Kumpel Harvard Nielsen. Aber Düsseldorf spielt jetzt relativ auf Zeit. 5 Minuten noch zu gehen. 1:1. Wieder ein Unentschieden. Ja, muss man natürlich mit leben. Wär ich sehr zufrieden mit. Solange wir hier nicht verlieren, ist das echt nicht übel. Aber noch sind wir auf dem Weg, wenn wir nicht im Abseits wären. So, jetzt kriege ich einen neuen Kollegen, Jamie Leveling. Ja, das war's. Ein paar Minuten durfte ich Stürmer spielen, aber das war's. 1:1. Damit muss man zufrieden sein und kann man wirklich, definitiv. So, heute sind wir mal ein bisschen flotter durchgekommen, das gefällt mir auf jeden Fall. Wir sind immer noch auf Platz 1 mit 2 Punkten Abstand zu Nürnberg und punktgleich immer noch mit den Düsseldorfern. Auf jeden Fall gute Statistiken, richtig gut in die Saison gestartet, 2 Unentschieden in der heutigen Folge, aber damit kann und muss man definitiv leben. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen, schaltet beim nächsten Mal unbedingt wieder mit rein. Macht's gut, bis dahin, haut rein und ciao, ciao.